So, heute ist wieder wichtig zur Lebergesundheit. Wie entfettet man die Leber? Wie entgiftet man die Leber? Was benötigt die Leber, damit sie ordnungsgemäß arbeiten kann? Die arbeitet ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das macht sie sehr gut. Sie braucht aber teilweise unsere Unterstützung. Wie du es am besten machst, alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt, unter Abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mir die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, heute wieder ein äußerst wichtiges Video zu einem meiner Lieblingsorgane im menschlichen Körper, das zahlreiche, wirklich nützliche, sogar essentielle Funktionen erfüllt. Also heute im Zentrum des Videos wieder mal die Leber, ein wirklich faszinierendes Organ im menschlichen Körper. Schauen wir es uns kurz an. Es ist nicht nur von der Position her jetzt das Zentrum des menschlichen Körpers. Es ist auch beim Stoffwechsel, könnte man sagen, jetzt der Dreh- und Angelpunkt, die Drehscheibe im menschlichen Körper, wenn es um Entgiftung geht, wenn es um Ausleitung geht, wenn es um die Verstoffwechselung von Eiweiß, von Fetten und von Kohlenhydraten geht, bei der Energiebereitstellung, bei der Speicherung, bei der Hormonbildung, der Dreh- und Angelpunkt bei dem Ganzen ist die Leber. Selbst bei verstärkten Medikamenten natürlich, wenn du Alkohol verstärkt konsumierst, alles geht über die Leber. Sprich, dir läuft nicht nur von Zeit zu Zeit eine Laus über die Leber, sondern eigentlich läuft dir 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, eigentlich so ziemlich alles über die Leber. Und wichtig an der Stelle ist zu wissen, was ja auch das Faszinierende gerade an diesem Organ ist, ist nicht nur für die Entgiftung zuständig, sondern dieses Organ ist das einzige im menschlichen Körper, das sich nahezu zu 100% wieder selbst regenerieren und reparieren kann, könnte man so schön sagen. Und die Leber braucht natürlich deine Unterstützung dabei, oder auch meine, natürlich bei meiner Leber. Das heißt, heute schauen wir uns jetzt konkret an, was macht die Leber so generell im menschlichen Körper und wo kannst du positiv ansetzen, dass sie in Schuss bleibt, dass sie nicht verfettet, dass sie nicht vergiftet wird, denn sie sollte ja entgiften und sich nicht selber vergiften. Dann kannst du natürlich mit guten Nahrungsmittelentscheidungen positiv auf die Leber einwirken auch oder natürlich auch mit einer Entlastung in Fastenperioden oder beim Intervallfasten, je nachdem. Wie es beliebt. Schauen wir uns auf der Erklärtafel jetzt mal konkret an, was die Leber so macht. So, also wir sind jetzt in der Leber. Schauen wir uns mal an, was sie konkret für uns leistet. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Und wenn wir von der Leber sprechen, ist es eben unser Hauptentgiftungsorgan im menschlichen Körper. Das heißt, Toxine müssen ausgeleitet werden. Das kommt in zwei Phasen dann zum Tragen. Phase 1, Phase 2. Das heißt, Giftstoffe kommen in die Leber, müssen dann dementsprechend umgewandelt werden. Also von fettliebend, von lipophil, das heißt von wasserabweisend in wasserliebend, damit sie mit dem Urin ausgeschieden werden können. Eine der wichtigsten Funktionen in der Leber, dass Giftstoffe aus dem Körper gelangen. Dann eine wichtige Funktion natürlich bei der ganzen Umwandlung von zum Beispiel einem zu viel an Kohlenhydrate. Als erstes dann in unseren Kurzspeicher, in unseren Glykogenspeichern, sind ungefähr 1000-1200 Kalorien in unserer Leber, in unseren Muskelzellen auch gespeichert, dass wir zwischen den Mahlzeiten Energie haben. Überstände an Kohlenhydrate werden dann in Fett umgewandelt, als Triglycerid dann in unseren Hüftgoldspeicher, könnte man schon sagen, oder in der Wohlstandsplauze. Also als Dreh- und Angelpunkt im ganzen Körper wichtig die Leber und deswegen sollten wir natürlich zusehen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Wenn sie nicht gescheit funktioniert, wenn sie verfettet ist, wenn sie teilweise entzündet ist, dann kommt es natürlich verstärkt dazu, gewissen Fetteinspeicherungen, erhöhten Entzündungswerten, alles das, was wir eben nicht haben wollen. Deswegen heute das Thema Fettleber mal in erster Linie und vor allem Alkohol, wissen wir alle, ist schlecht für die Leber, aber heute der Fokus natürlich jetzt auf die nicht-alkoholische Fettleber, was diese auslösen kann, denn ungefähr 20-25% der Erwachsenen in einem Industrieland haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Das wäre jetzt sozusagen das Grundproblem, dass wir haben jetzt eine nicht-alkoholische Fettleber oder eine alkoholische Fettleber. Als erstes, das kann dann natürlich in eine Fibrose übergehen, das heißt eine entzündete Fettleber dann und wenn es ganz blöd läuft, dann noch in eine Zirrhose. Das heißt, dann kommt es schon zur Narbengewebsbildung in der Leber und sie ist nicht mehr voll funktionsfähig. Eine Zirrhose wäre dann nicht mehr reversibel, aber wenn es um eine Fettleber geht und um eine entzündete Fettleber, die kann zu 100% wieder regeneriert werden. Und jetzt schauen wir uns einmal die wichtigen Funktionen an, die dann eingeschränkt sind, wenn es schon zu Verfettungen kommt und wenn es zu entzündeten Verfettungen kommt, dann noch weit mehr natürlich. Das heißt, die Entgiftungsleistung geht als erstes runter. Wichtig zum Beispiel ist es auch im Hormonaushalt die Leber, nicht nur, dass jetzt zum Beispiel Cholesterin gebildet wird in der Leber als Grundbestandteil von Hormonen, sondern zum Beispiel jetzt auch das Cortisol,
wird dort bis zu einem gewissen Grad gemanagt. Denn natürlich durch eine Stressantwort mit Cortisol kommt es dann zur Zuckerausschüttung in der Leber aus dem Glykogenspeicher. Beim Flucht oder Kampf, der Körper braucht kurzfristige Energie, das heißt, das Cortisol geht in die Leber und sorgt für eine Zuckerausschüttung. Das heißt, eine nicht funktionsfähige Leber und du hast erhöhte Cortisolstände, was natürlich auf Dauer auch äußerst negativ für den Körper ist. Dasselbe gilt dann für Östrogen natürlich, das wäre dann beim Mann dann der Frauenbusen, zu viel weibliches Hormon im Körper und eine Östrogendominanz bei der Frau dann. Auch eine gewisse Schlüsselfunktion dort die Leber an der Stelle natürlich. Dann bei der Gallensaftproduktion natürlich, wird in der Leber hergestellt, kommt dann in die Gallenblase, wird dort angereichert und wenn Fett in der Ernährung ist, wird die Galle dann angereichert, also potenter, weiters potenter dann ausgespuckt. Und natürlich, wenn die Leber verfettet ist, kann nicht so viel Gallensaft produziert werden, denn die Zellen, die verfettet sind, arbeiten nicht ordnungsgemäß. Die Lösung für das Ganze ist natürlich, dass das Organ wieder ordnungsgemäß läuft. An erster Stelle natürlich eine Entfettung forcieren, hier an zweiter Stelle genannt, und natürlich eine Entgiftung forcieren der Leber. Dafür braucht die Leber natürlich gewisse Grundbausteine und gewisse Inhaltsstoffe in der Ernährung sind extrem gut für die Leber, extrem wichtig für diese Entgiftungsfunktion und ein Stoff auch wichtig für die Entfettungsfunktion, dass die jetzt forciert wird, neben guter Ernährung und natürlich einer dementsprechenden Entlastung für das Organ. Der erste Stoff, das wäre dann das Glutathion, unser körpereigenes Superantioxidant, und das wäre jetzt wiederum immanent wichtig natürlich für unsere Toxinausleitung aus dem menschlichen Körper, damit Giftstoffe jetzt in Phase 1 vorbereitet werden und in Phase 2 dann ausgeleitet werden können. Gilt für Schwermetalle, gilt für Pathogene im menschlichen Körper, alles was raus muss, muss zuerst wasserliebend werden, dass es mit dem Urinstrahl ausgeschieden werden kann. Ein wichtiger Part davon ist Glutathion. Damit Glutathion im menschlichen Körper jetzt ordnungsgemäß gebildet wird, braucht es natürlich gewisse Grundbausteine. Das wäre die Aminosäure Methionin und Schwefel. Das sind zwei wichtige Grundbausteine, später dann noch Nahrungsmittel, wo es verstärkt enthalten ist, dass ordnungsgemäß Glutathion zur Verfügung steht, im ganzen Körper und jetzt speziell der Leber natürlich. Wenn es jetzt um Entfettung geht, natürlich mit guter Ernährung reingehen. Wichtig an der Stelle noch zu wissen, gilt dem als äußerst gesund. Gerade Fructose hat ein 20-mal höheres Potenzial, dass es in der Leber als Fett gespeichert wird. Fructose kann einzig und allein von der Leber verstoffwechselt werden. Keine Zelle kann mit Fructose arbeiten als Energieträger. Das heißt, Fructose geht immer über die Leber und wird sich dort als Fett verstärkt ansetzen. Also da sollte man auf jeden Fall runtergehen. Zucker, sehr kohlenhydratlastige Ernährung, wird in der Leber ja dann die Überstände werden dann in Fett umgewandelt. Das heißt, die Leber hat schon immer relativ viel zu tun und bei der Fructose kommt der Zusatzschaden noch dazu, dass er rein von der Leber verstoffwechselt werden kann, der Zucker. Und jetzt ein kleines Helferlein natürlich an der Stelle, was immanent wichtig ist, dass die Leber jetzt wieder forciert wird, verstärkter zu entfetten. Und das wäre der Stoff Cholin aus dem B-Vitamin-Komplex. Das heißt, der sorgt jetzt dafür, dass die Leber verstärkt Fett jetzt wieder abbaut, dass es wieder rausgeht aus der Leber, dass das Organ wieder ordnungsgemäß arbeiten kann. Schauen wir uns am Schluss dann auch noch gute Cholinquellen an. Die sollten verstärkt jetzt in die Ernährung aufgenommen werden. So zwischen 200 und 300 Milligramm pro Tag sollte schon dabei sein, dass die Leber jetzt wieder ordentlich entfetten kann. So, das war es jetzt von der Ernährungsseite her, was die Leber da alles für uns leistet. Und natürlich, wie am Anfang schon erwähnt, sollte jedem eigentlich klar sein, was die Hauptkiller sind für die Leber, sind natürlich Alkohol. Kann auch nur von der Leber verstoffwechselt werden, ist ein Giftstoff. Natürlich, wenn du verstärkt Alkohol jetzt immer konsumierst, dann ist es extrem schlecht für die Leber. Das Zweite wären es natürlich Drogen. Ist auch ein Giftstoff natürlich für den menschlichen Körper. Du kannst natürlich auch Gift schlucken, das müsste auch über die Leber gehen, aber Drogen natürlich eine äußerst negative Sache, sollte jedem klar sein. Und natürlich auch Medikamente. Das heißt vor allem jetzt, wenn du dauerhaft Medikamente einnimmst, muss es dir bewusst sein, dass die alle über die Leber gehen. Es gibt eigentlich kein Medikament, das nicht über die Leber verstoffwechselt wird. Und am Schluss gehen wir noch auf Nahrungsquellen ein, wo es verstärkt enthalten ist, dass du jetzt wieder positiv etwas für deine Leber tun kannst, ein immanent wichtiges Organ im Körper. So, also die Leber erfüllt wirklich nützliche Funktionen im menschlichen Körper und jetzt schauen wir uns den Hauptschädling noch einmal an. Neben Alkohol, Drogen und Medikamentenmissbrauch natürlich, wenn es zu verstärktem Medikamentenkonsum geht, geht auch alles über die Leber. Das sollte man natürlich außen vor lassen, aber wenn es jetzt um normale Nahrungsmittel geht, als erstes natürlich was enthalten sein wird,
ist Zucker. Schauen wir uns den Zucker jetzt nochmal konkret an zur Erinnerung. Haushaltszucker besteht zu 50% aus Glucose, als Traubenzucker und zu 50% aus Fructose. Und deswegen natürlich Vorsicht jetzt bei Getränken. Wenn du die Leber schonen willst oder wenn du sie regenerieren willst, ist natürlich das erste Getränk der Wahl natürlich Wasser an der Stelle. Tee wäre noch gut, Grüntee, Schwarztee, Kaffee ohne Zucker, das wären die Getränke der Wahl dann. Wenn es in die Softdrinkschiene reingeht, wenn es in die Fruchtsaftschiene reingeht, fällt der Ballaststoffanteil, das Zuckerkomponenten drinnen, beim Fruchtsaft sogar noch verstärkt in die Fructose-Schiene. Also immer Vorsicht an der Stelle. Denn man sieht es schön an der Grafik, wenn es jetzt von der Leber verstoffwechselt wird, die Fructose, denn Fructose kann nur von der Leber verstoffwechselt werden, keine Körperzelle an der Stelle nochmal erwähnt, kann mit Fructose etwas anfangen. Glucose kein Problem, Fructose muss von der Leber verstoffwechselt werden. Wenn du jetzt Fructose sozusagen zur Energiegewinnung heranziehen willst, muss es von der Leber erst umgewandelt werden und dann zu den Zellen gelangen. Und die Verstoffwechslung in der Leber von Fructose läuft leider ähnlich ab wie die von Alkohol, also äußerst schädigend, vor allem verfettend für die Leber. Deswegen gibt es auch in Fachkreisen schon den Spruch, Fructose, Fruchtsäften oder Softdrinks ist für die Leber so wie der Alkohol, nur ohne den dementsprechenden Rausch. Du kannst natürlich auch weitaus mehr davon trinken. Wichtiger Punkt jetzt auch noch natürlich, wenn man sieht, die Leber ist immer im Zusammenspiel zu sehen, jetzt mit der Galle, die produziert ja auch den Gallensaft. Das heißt, die Galle spuckt nur, wenn du Fett in der Ernährung hast, nicht zu viel natürlich, aber ausreichend Fett muss in der Ernährung sein, dass die Galle ordentlich produziert wird und ordentlich ausgespuckt wird von der Gallenblase. Denn gerade der Gallensaft ist äußerst wichtig, wenn es um Entgiftung geht. Oder auch um Körperreinigung, in der Darmfunktion zum Beispiel, gibt es eine eigene Funktion. Da wird das Reinigungsmittel der Wahl im menschlichen Körper, der Gallensaft. Zum Schluss noch, weil ich ja gesagt habe, zwei Stoffe sind immanent wichtig, wenn es um Leberentfettung und Leberentgiftung geht. Das erste ist natürlich jetzt einmal das Cholin, schauen wir es uns kurz an. Ist in Eiern, in Fischen, in Innereien jetzt verstärkt enthalten. Gemüsesorten enthalten natürlich auch nur einen gewissen Cholinstand, der ist die bioverfügbar, aber niedriger. Zweite Eiweißstoff, was unbedingt drinnen sein muss, als Grundbaustein fürs Glutathion, haben wir auch geschaut, wäre jetzt das Methionin. Das wäre jetzt das Methionin, also gute Quellen wären auch wieder Fleisch, Eier, Milchprodukte. Je länger gereift, desto besser natürlich. Geht es auch mit dem Milchzucker runter dann dabei. Also relativ gute Eiweißquellen in der Ernährung packen, mit einer gewissen Fettkomponente dabei. Kann natürlich auch aus der Gemüseabteilung, kannst du dich damit eindecken. Da ist es aber weitaus weniger bioverfügbar und nicht so stark enthalten. Muss man eben schauen, wie man sich am besten eindeckt damit. Und wenn es ums Glutathion geht, ist natürlich schwefelbasierend das Teil. Das heißt, du brauchst eine gute Schwefelquelle in der Ernährung. Da geht es jetzt verstärkt in die Gemüseabteilung rein. Da geht es jetzt rein natürlich in Kraut, Kohl, Meerrettich, Knoblauch, alles was einen scharfen Geruch hat. Zum Beispiel bei Gemüsesorten, Knoblauch natürlich, Meerrettich, das enthält Schwefelanteile. Und die brauchst du natürlich auch für die Produktion deines körpereigenen Superantioxidants Glutathion. Immanent wichtig bei der Entgiftung. Also in Summe könnte man sagen, ein gesunder Lebensstil ist äußerst wichtig für die Leber und an gewissen Punkten sollte man eben verstärkt ansetzen. Wasser statt Kaloriengetränke, Alkohol reduzieren oder generell einmal weglassen. Generelle Gewichtsabnahme wäre natürlich sehr gut, denn natürlich verstärkt Fettgewebe am Körper, sorgt verstärkt für Entzündungen, so auch in der Leber natürlich. Aber es ist auch dazu zu sagen, natürlich, schlanke Personen können auch eine Fettleber haben. Da sieht man es nicht, dass sie übergewichtig sind, aber die Leber ist schon verfettet. Fasten bietet sich an, wenn man von der Gewichtsabnahme geht, Fasten bietet sich an, Intervallfasten, da du der Leber natürlich eine Pause gönnst. Und die zwei extrem schlechten Kohlenhydratquellen solltest du eben meiden oder runtergehen damit, das wäre eben Zucker an der einen Stelle. Zucker hat 50 verschiedene Namen, relativ schwierig das natürlich herauszufinden. Und natürlich raffinierte Getreideprodukte und als Zusatz könnte ich noch sagen, raffinierte Pflanzenöle wären an der Stelle auch recht schlecht, weil sie natürlich zu viel Omega-6 enthalten, was eher entzündungsauslösend wäre. So, wichtige weitere Videos noch in die Infokarte, natürlich zum Fasten, was es dir noch für Vorteile bietet, wirklich eine tolle Sache das Ganze. Und als zweites noch wichtig natürlich Omega-3, gute Omega-3-Fettquellen in die Ernährung packen, aufgrund der entzündungssenkenden Komponente dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video. Und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.